Und da sind wir auch schon wieder. Und beim Rennen verbraucht unser Drache mal so gar keine Kraft. Wir haben jetzt etwas Hype und etwas Romy bekommen. Das hier würde sich doch super als Startbahnbasis eignen, ne? So ein Tor, so ein riesiges hingeklatscht und auf geht's. So, jetzt gehen wir aber zu unserer Höhle. Wir haben Futter für unseren Drachen. Lebensmittel können hier auch verderben. Muss man dazu sagen. Die können sogar recht schnell verderben. Oh, und das sind auch schon einige unangenehme Freunde. Will ich sie jetzt echt nicht nennen. Hallo? Achso. Ja, wie ihr seht, er hat gerade was gegessen. So, und es schlägt halt hier ab und zu sehr stark. Das lässt sich nicht verändern. So, ihr seht ja, das Fleisch ist nur noch 7 Tage lang gut. Bären sind länger haltbar. Nein, Stunden. Ich glaube, das sind Stunden. Ja. Würden wir auf dem Server spielen, wären nach 7 Stunden das Fleisch verdorben. Finde ich super. Hey. So, ich hoffe, dass die Lags nach wenig Dinge laufen. Aber naja, wir können nichts gegen sie tun. Hä? Wieso Stone Pick? Ich habe doch nur eine gecraftet, oder? Und Behoff? Wer lässt Pfeile fallen? Bug? Egal. Wir lassen es dabei. Kann ich das bei dir besser einordnen? Moment. So. So, Moment. Nein. Okay. Kann ich... Muss ich nicht löschen irgendwie? Auch nicht, okay. So. Dann können wir jetzt versuchen... ein bisschen an Schutz zu denken. Ja, schön. Gut, so. Im Sinne von, hier hat man gleich mal eine Kiste. Hier haben wir eine Tür. Und da haben wir unsere ersten Holzsachen. Brauchen wir alles noch. Kommt noch, aber langsam. So, jetzt zu unserem Equipment. So, die machen wir hier hin. Unser Essen sieht momentan noch so aus, dass wir uns schon. Wir machen da mehr ein bisschen. Hmm.
Und jetzt gehen wir erstmal das Sedge gesammelt. Also in der Regel ist es so, dass es mit der Axt besser ist, sowas zu, die Hauptressourcen zu holen, wie zum Beispiel eben Holz und Steine, also die nicht seltenen Ressourcen. Und mit der Spitzhacke hat man halt besseres auf die, auf so Sachen, wie zum Beispiel Sedge, klar, okay, mit einer Spitzhacke kommen halt mehr Späne raus, oder wie man das nennen möchte, oder Fetzen. Stroh. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. In dem Sinne ist Stroh. Und aus Gestein kann man halt viel genauer das Eisen rauspolen. So in der Regel ist das gedacht. Deshalb wollte ich uns auch keine Spitzhacke geben, ansonsten könnten wir an den Steinen schon sehr viel Metall rausholen. Und das wäre etwas leicht sinnfrei. So. Jetzt gehen wir zum Produktionsrückgang. Jetzt dürfen wir eine Menge Sedge haben. Für wie viel das ist, reicht, weiß ich nicht. Sollte auf jeden Fall für ein bisschen was reichen. Was ich auch cool finde, sind so die Effekte, dass es in der Höhle so ein bisschen gräulicher wird. Also die Farbe gut abnimmt. Ja. So, also wir nehmen uns das raus, wir nehmen uns das raus. Und natürlich auch Fiber. So. Das heißt, wir können uns hiervon jetzt... davon brauchen wir zwei. Den brauchen wir noch ein paar. Von denen können wir schon mal den Rest machen. So, wie ihr seht, immer wenn was gecraftet wird, bekommen wir EXP. Wir bekommen auch so dauernd so ein kleines bisschen EXP, also auch vom Rumstehen, wie man hier gerade vielleicht gesehen hat, so 0,1%. Oder 0,1 Erfahrung. Ja. Und dadurch, dass ich den Level Cap so stark angehoben habe, werden wir auch recht schnell leveln. So. Jetzt geht es ein bisschen an den für unseren Unterschlupf. Wir brauchen, bevor wir irgendwo was hinstellen, immer irgendeine Art der Foundation. Ja, ich habe gerade gekackt. Das brauche ich jetzt noch nicht aufheben. Ja, man kann es aufheben, so ekelhaft wie es sich auch anhören mag. Man kann es aufheben. So. Ja, das ist, wie man sieht, naja, manchmal ein bisschen merkwürdig, sich das hier gestalten lässt. Weil es gibt nun mal auch die Höhenunterschiede, die beachtet werden hier bei diesem Bau. Und ich will aber nicht, dass diese gefräßigen Miezekatzen hier herkommen, weil die kommen hier immer recht schnell durch, zumindest bei mir. Hier können auch noch Wasserviecher, das hier ist tief genug, dass hier Haie spawnen können. Und die muss ich hier echt nicht haben. Noch nicht. Wir haben zwar jemanden, der uns die ganzen Viecher hier kalt stellen kann, auch gut durch oder schön durchrösten. Aber oh, kein Fiber mehr. Das ist der schlechte Teil. Fiber.
Ja, warum ist Fiber hier der schlechte Teil? Weil wir Fiber nur aus den Büschen bekommen. Am besten zusammen ist das mit einer Sichel, aber die gibt es, glaube ich, erst ab dem Metalllevel. Das dauert also noch sehr, sehr lange, bis wir uns das holen können. Weshalb man das, so wie die Bären, immer noch am besten mit diesem Drachen hier fängt. So, und ich zeige euch, wie das geht. Wie kann man mit einem Drachen Gemüse sammeln? So, indem man zuhaut normalerweise. Normalerweise sollte, also gerade Freaking, habe ich zumindest gedacht. Okay, dieser hier kann das also nicht. So. Okay, und da es unser lieber Dragoon nicht kann, kommt er wieder zurück in die Höhle. Und darf hier planschen. Das hier sollte man regelmäßig machen. Weil ansonsten könnte es nämlich sein, dass er wegrennt, wenn man landet. Das ist aber nicht nur bei diesen Drachen so, sondern generell bei den Tierchen. Wenn wir so weit sind, dass wir ihn anmalen können, dann malen wir ihn natürlich auch ein bisschen an. Ja, wir können alle Tiere anmalen hier. Was ich recht lustig finde, auf eine Art, auf die andere ist es. Darf hier kein Tierschützer zusehen? Die würden sich hier nicht freuen. Ja, Fiber brauchen wir scheinbar noch eine ganze Menge. Aber zum Glück sammelt man Fiber recht schnell immer. Genauso wie die Nagobeere jetzt. Normalerweise kriegt man die gar nicht so gut. Ja. Wir werden uns auf jeden Fall hier ansiedeln, auf dieser fliegenden Insel. Weil, ich glaube, hier kann keine Spinos und keine T-Rex spawnen. Allerdings dafür alles andere gefährlich. Aber wenn hier ein Grund sein kann, könnte es auch sein, dass. Ich will es nicht hoffen. So. Und natürlich, wie gesagt, unser Drache. Das dürft ihr entscheiden, ob er gelöscht werden soll oder nicht. Da mache ich dann eine Umfrage, wenn der Zeitpunkt dafür erreicht ist. Hallo? Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise kann man eh auch gedrückt halten, damit das sammelt. Das macht da allerdings. Ja, so ein Fadenkreuz wäre echt nicht schlecht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal herausfinde, wie man das bekommt. So, wie viel Fiber haben wir jetzt? 94, das reicht noch nicht für genügend Foundations. Ja, weil mit dem Fadenkreuz könnte man auch hier besser zielen. Hier in diesem Bereich dürften soweit, also im Test sind hier hauptsächlich Pflanzenfresser gespawnt und auf der anderen Seite, wo die Raubkatzen waren, da eben die bösen Kreaturen. Wir hätten auch sagen können, wir nehmen uns zum Start für hier oben ein Pronto, weil mit dem kann man hier richtig schön alles abfarmen. Der pendelt hier einmal mit seinem Schweif rum und dann gibt es einen kleinen Leck und das Inventar ist voller Beeren und Holz und Set. Und natürlich auch Fiber. Wobei da sogar ein Ankylosaurus und ein Stego auch noch gut wären.
Nur der Bronto, da kann halt immens viel tragen. Ich glaube, der kann auch so um die 900 rumtragen. Allerdings nicht auf Level 1, da ist es, glaube ich, bei 600 irgendwas, nicht so wie beim Drachen. Also der Drache ist hier schon sehr, sehr mächtig. Nicht so mächtig wie der Drachen-Endboss. Der kann auf Level 1 3.500 Gewicht tragen. Frag mich bitte nicht, wie das verrechnet wird. Man kann hier auch schwitzen und ja. Und alles andere, was schädlich ist. So. Oh, 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 oh. Wir haben... Was fehlt? Was fehlt? Natürlich Sage fehlt. Komm, das ist gemein. Nun kriegst du hier mal das ganze Zeugs an Seeds und die hier heben wir auf zum 10. Was mit dem ist, weiß ich immer noch nicht. Und die. Die Azulberries, jetzt die blauen, die wir hier im Inventar haben zum Verspeisen. Die sind eigentlich nützlich, um Stegos zu zähmen. Alles soweit denen ihre Lieblingsnahrung ist und niemand hört, es regnet. Ah, ich meine, nur hier ist der Regen nützlicher, weil wir auch trinken müssen. Das tun wir allerdings auch automatisch, während wir schwimmen oder im Wasser sind, ab einer gewissen Körpertiefe. So. Ja, sobald wir genug im Wasser stehen, tun wir auch automatisch trinken. Ist also weniger ein Problem. Und lag. Das wird, wie gesagt, noch häufiger vorkommen. Das hat nichts mit meinem PC zu tun, leider. Hätte ich jetzt zum Beispiel einen besseren Lüfter, dann könnte ich auch auf hier voll zocken. Also mit einem Wasserkühler, dann... Aber, naja, eine AMD-Grafikkarte wird nun mal sehr schnell heiß. Allerdings macht uns das nichts aus, weil ist immer noch sehr schön, wie man sieht. Schönere Grafik als Minecraft. Klar, man kann hier nicht ganz so frei bauen wie in Minecraft, aber hey, was soll's. Dafür haben wir hier Dinos und Drachen. Juhu, Dinos und Drachen. Noch mehr Dinos, mehr Drachen und noch viel, viel mehr. So. Ich wollte Sage besorgen und mach alles andere. Ja. Und ja, ich werde uns eine Dino-Falle bauen. Also in der wir Dinos tämen können. Beziehungsweise in der wir uns Dinos hineinlocken. Wir haben nichts dabei zum Reparieren. Kann ich mit einer Keule? Was brauche ich für die Hacke? Ein Stein! Ein Stein, der keinen Namen trägt. Die lagen von überall Steine. Ja, und während man craftet, läuft man auch langsamer. So. Ja, unsere Achse wird dann länger halten, weil die eine sehr hohe Qualität hat. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, dass man eine bessere Qualität craftet. Kann ich absolut nicht sagen. Dafür habe ich nicht lange genug rumversucht.
mache das hier jetzt auch nur, weil ich gerade heute die Zeit dazu habe und es eigentlich hätte ich schon viel früher angefangen. Und während meines Umzugs habe ich leider nicht so die Zeit, auch die anderen Projekte noch normal zu machen. Was ich schrecklich finde. Aber sobald mein Umzug vorbei ist, ja. Dann habe ich zwar Arbeiten, immer noch, aber ich sag dazu, okay, was soll's. Wenn mein Umzug vorbei ist, dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, habe ich auch die Möglichkeit zu streamen, weil viel besseres Internet. Ja. So, kleiner Cut an dieser Stelle.